bald starten wir im ICF ein neues College-Semester, unsere Ausbildung. Und ich habe da dazu dachte ich, ey, komm, wir müssen jemanden einladen. Mhm. Miki, komm kurz rein. Die Miki, komm mal, schön bist du da. Yes. Die Miki, die macht das Internship, das einjährige Praktikum in ICF Zürich. Das ist offen für alle zwischen 18 und 29 Jahren, die Deutsch sprechen können. Und lass uns etwas über College sprechen, Miki. Gut? Ja, ja. Gut. Und aufgestanden? Ja. Alles gut? Früh, aber gut, ja. Miki, du kommst ja aus dem Solothurnischen. Genau, und bist hier im, in Zürich gelandet. Seit wann bist du da? Und wie sieht so ein Alltag aus? Kannst du uns das mal sagen? Also ich habe das Internship im August gestartet, letzten Jahres. Und ein Alltag sieht so aus, also meine Woche, die beginnt immer am Sonntag, also heute. Okay. Und da bin ich einerseits im Einsatz in der Coffee Loft Bar. In der Loft Bar, genau. Ja. Und Asche im Sunday Night. Mhm. Und dann Montag, Dienstag und Donnerstag arbeite ich im Bereich College, also erledige administrative und Marketingaufgaben und bin auch noch zuständig für Social Media. Und am Mittwoch ist ein bisschen ein spezieller Tag, da am Morgen putzen wir Interns immer, also haben wir das Privileg. Mhm. Dann gibt es einen Interns-Lunch, genau, und dann am Abend ist dann immer College-Abend. Okay. Genau. Und in diesem College-Abend, da gibt es so Bible-Tracks, Face-Tracks. Was ist darunter genau gemeint? Also der Bible-Track, der geht darum, dass man sich mit der Bibel auseinandersetzt, das Alte und das Neue Testament kennenlernt und auch wie seinen Hunger stillen kann. Genau. Und der Face-Track, der ist für alle, die neu im Glauben sind oder die ihren Glauben wie auffrischen wollen. Genau, weil man auch immer mit anderen Leuten austauschen kann. Mhm. Jetzt hast du dich entschieden für dieses Internship. Wieso, Miki? Was hat dich dazu bewogen? Sag nicht, komm nach Zürich, ein Jahr, investiere mich hier, lerne Kirchen zu bauen, lass mich herausfordern. Wieso? Also meine Hauptmotivation war, dass ich wie ein Jahr bewusst für Gott investieren will und meine Beziehung zu ihm bewusst vertiefen will. Genau, einfach so, um ihm etwas zurückzugeben, was er für mich alles gemacht hat, so als Dankeschön. Was hat das Jahr bis jetzt bei dir bewirkt? Sehr viel. Am Anfang war das für mich ein bisschen herausfordernd oder auch schwierig teilweise, weil es ist ein neuer Kanton, neue Menschen, neue Kirche. Neuer Kanton ist ja wie ein neues Land in der Schweiz. Das ist schon ein bisschen so. Nein, genau, das war herausfordernd, aber einfach auch die Chance dann oder das Ganze als Chance zu sehen, weil ich sehr viele Dinge ausprobieren konnte, weil ich neue Freundschaften knüpfen konnte. Für das bin ich sehr dankbar. Ja, und so ein Track eben, das sind ja verschiedene Klassen, die leitet auch Dan oder er ist dein Chef. Wie ist denn das so? Gute Frage, nein. Dan ist ein sehr guter Chef, manchmal ein bisschen spontan, aber er ist sehr ein Visionär, würde ich sagen. Also er denkt sehr groß und das ist sehr faszinierend und davon kann ich viel profitieren. Das haben wir jetzt nicht geübt, das danke. Ja. Danke, Miki. Danke, Miki. Lass uns ganz kurz schnell Mittwochabend anschauen. Vielleicht gibt es Leute, die jetzt online zuschauen und sagen, ich kann ja nicht vor Ort kommen. By the way, all diese Klassentracks haben wir auch hybrid, also du kannst auch online dabei sein. Wie sieht so ein Mittwochabend, also College bei uns ist ja hauptsächlich ein Abendcollege, wie sieht so etwas aus, ganz kurz, so grob? Also um 19 Uhr ist wieder Start mit Apero, dann gibt es Worship und einen Input. Danach geht es dann um 19.15 Uhr etwa in die verschiedenen Klassen. Dann ist wie eine Lektion Unterricht, danach wieder eine kurze Pause, dann nochmal eine Lektion Unterricht und dann ist um 9:30 Uhr dann Ende mit dem College. Also gut für Leute, die auch voll in der Arbeitswelt irgendwo tätig sind und sagen, am Abend möchte ich mich weiterbilden in diesen Bereichen. Genau, ja. Möchtest du noch etwas mehr dazu sagen, denn einfach sonst? Ja, boah, also... Wie alt muss man sein, um dabei zu also sein? Also Internship musst du 18 Minimum sein. Da kannst du dich jetzt bewerben für August, das ist statt nur einmal im Jahr. Aber das, die ganzen Tracks, da kannst du dich jetzt anmelden für auf icf.church/college ist eingeblendet und dort die Tracks auswählen. Der Bible Track geht ein ganzes Jahr, Faith Track geht ein Semester, Leadership Track geht auch ein Semester und Leadership Track musst du schon in Leiterschaft sein im ICF. Das ist die Voraussetzung, aber sonst offen für alle. Super. Hey Miki, eine ganz letzte Frage. Gibt es irgendeinen Moment oder irgendetwas ganz, ganz Spezielles, was du
jetzt schon mitnehmen kannst und sagen kannst, ja, das hat mein Leben verändert oder auf den Kopf gestellt? Ich würde sagen, das war an der JFC. Okay. Die Jesus First Conference. Genau. Und lange hat es mich wie beschäftigt, dass ich wie mir selber nicht vergeben konnte oder dass ich wie das Gefühl hatte, dass Gott mir auch wie nicht vergeben hat. Und dann an der JFC hatte ich viele Momente, wo ich wie diese Liebe gespürt habe und dann auch mir selber vergeben konnte. Und das war für mich persönlich der beste Start in das neue Jahr. Genau. Wow. Mega stark. Danke mega vielmals, schön. Miki, fürs Erzählen, vorbeikommen hier im Studio. Ja. Vielen Dank. Leute, also unbedingt überlegt ihr, ob das vielleicht ein Next Step sein kann für dich in diesem Jahr.